Hallo, hier ist Burkhard Mohr. Ich möchte etwas erzählen über meine Arbeit als Komponist moderner Klassik. If you don't understand German, please have a look here. Ich nehme drei Beispiele aus dem Jahr 2018, die für meine Arbeit typisch sind. Die Uraufführung einer Kammermusik für Saxophon, Tuba und Klavier. Drei Instrumente, die nicht auf den ersten Blick zusammengehören, im Konzert aber gut harmonierten. Noch ist unklar, wann es wieder gespielt wird. Anders sieht das aus mit der Orgelmusik. Carsten Kuhmann hat viele Stücke aufgenommen und auf YouTube eingespielt. Zum Beispiel Pieps und die Joplin-Suite, die auch gedruckt sind. Da gibt es also mehr als nur die Uraufführung. Carsten war hier im Sommer 2018 und gab zwei Werke in Auftrag, die er auch noch im selben Jahr in den USA uraufführte und die also auch noch sicher weitergespielt werden und ebenfalls schon auf YouTube eingespielt sind. Ich schreibe aber auch gerne abendfüllende Werke. So konnte ich eine Kammeroper machen und im Herbst vom Klavier aus die Uraufführung selber leiten. Ein Stück für zwei Sängerinnen und kleines Ensemble. Es heißt Kurdisch Mariel, also zum Schicksal einer Flüchtlingsfrau. Es hat die Zuhörenden sehr bewegt. Und so konnten wir das Stück schon wenige Wochen später wiederholen. Welche Rolle spielt das Klavier bei meiner Arbeit? Am Klavier übe ich das Improvisieren für öffentliche Auftritte an Orgel, Klavier und Cembalo. Als Nebenprodukt treten mal auch Klänge oder Ideen auf, die dann aufgeschrieben werden. Aber nur als punktuelle Skizzen. Die eigentliche Arbeit findet statt am PC. Der ist dafür unerlässlich. Vor der Computerzeit habe ich gerne musikalische Grafik verwendet, also die Noten ergänzt durch grafische Spielanweisungen. Aber es macht viel Arbeit aus einer Handschrift, die Einzelstimmen herauszuschreiben für Solisten, Chor und Orchester. Deshalb der PC, weil es viel einfacher ist, die Stimmen gut lesbar auszudrucken. Stichwort Chor und Orchester. Da ist es manchmal schwierig, nach der Premiere noch weitere Aufführungen zu bekommen oder eben überhaupt gespielt zu werden. Ein Highlight war einmal ein Oratorium für Chor und Orchester, das zwei Chöre gemeinsam realisiert haben. Und dadurch war es auch möglich, es an zwei verschiedenen Orten aufzuführen. In der Partitur sind die verschiedenen Linien zu sehen, die gleichzeitig gespielt werden. Erst die Holzbläser, dann Conga, Klavier, Chor und das Streichorchester. Die Herausforderung war, ein ansprechendes Klangbild zu generieren, das zugleich bei knapper Probenzeit zu bewältigen ist. Marlene Schober, die Hauptdarstellerin von Kurdisch Mariel, hat hier als Dirigentin mitgewirkt und zum Erfolg beigetragen. Noch mehr Linien erklingen gleichzeitig in Comics für große Sinfonieorchester. Da werden Klänge nachgezeichnet, speziell für Kinder, also mit einem pädagogischen Hintergrund. Es ist ein Angebot an Veranstalter, die sich um ein jüngeres Konzertpublikum bemühen wollen. Dieses Werk wartet noch auf seine Uraufführung. Ein Titel daraus: Asterix hört, wie Obelix von Falbala träumt. Es geht im großen Orchester so ein bisschen geheimnisvoll erst einmal los. Was ist für einen Komponisten das Wichtigste? Erstens, dass Werke live gespielt werden und auch in die Medien kommen. Zweitens, dass es Aufträge gibt für neue Werke. Drittens, man kann mich auch einladen, um selbst zu spielen bzw. über dieses spezielle Tun genauer zu referieren. Eigentlich ein toller Beruf. Man kann sich verwirklichen und anderen eine Freude machen beim Mitspielen oder Zuhören. Ich muss aber auch damit rechnen, dass eine Aufführung unterbleibt. Dann setze ich mich ans Klavier und spiele mir selbst was vor.